Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping haben ein Telefongespräch geführt. Das teilte Selenskyj mit. Auch chinesische Staatsmedien bestätigten die Unterredung. Er habe ein langes und bedeutsames Gespräch mit Präsident Xi Jinping gehabt, teilte Selenskyj auf Twitter mit. Er hoffe, dass dieser Kontakt den bilateralen Beziehungen einen so wörtlich starken Impuls verleihen werde. Es ist das erste persönliche Gespräch, das Xi Jinping seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine vor mehr als einem Jahr mit Selenskyj geführt hat. China gibt dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Rückendeckung und erntet damit international viel Kritik. Im März war Xi für mehrere Tage beim Kreml-Chef in Moskau auf Staatsbesuch. Gambei, wir wünschen